Begrüßung, so haben die mich begrüßt damals. Ja, hallo liebe Freunde und Freundinnen und andere Bekannte. Ich war wieder mal in Japan, endlich nach 2 Jahren. Und diesmal hat es aber geklappt und am Anfang ging es gleich nach Okinawa in einen Kindergarten, wo ich für die Kleinen gespielt habe und mit ihnen gespielt habe. Also die haben ziemlich schnell kapiert, um was es ging. Wir gingen auf die Terrasse raus, es ist Sonne strahlte, es war 25 Grad und alle hatten ihren Spaß. Ja, Okinawa, eine tolle Insel und ich hatte da eine wunderschöne Bühne mit Blick aufs Meer hinten. Das war ein Kunstmuseum und wir hatten dort eine Veranstaltung und ich hatte mit meinen Korallen hier, die ich am Meer, am Strand gefunden habe, hatte ich ein Konzert quasi und nachher auch noch mit meinen Plates. Ich gehe mal weiter. Das ist auch Okinawa. Riesige Blätter, dschungelmäßig manchmal, subtropisch. Ganz andere Tradition und anderes Essen, andere Musik. Und das war auf einer Nebeninsel auf Tsamami. Buchten, wo auch die Walfische ihre Jungen großziehen. Man probiert, ob es immer noch geht mit am Strand rennen. Früher war es schneller, aber es geht noch. Hier, diese Figuren, nicht immer so groß wie hier, die haben die Leute vor ihren Häusern als Schutz gegen böse Geister. Das war nochmal am Beach in der Sonne. Hier die Fahrt dahin mit einer Fähre. Es sind ganz viele Inselgruppen und manche sind unbewohnt. Schöne Landschaft, muss ich sagen. Ja, hier waren wir einmal Whale Watching zwischen den ganzen Inseln und war spannend, ja. Unglaubliche Wesen, die Wale. Das sind wieder diese Figuren in Okinawa. Hier freue ich mich in der Sonne. Das war dann in einer Halle wieder zurück in Naha, Hauptstadt von Okinawa. Da gab es eine riesige Halle, die leergeräumt wurde, eine Lagerhalle, und die hatte einen unglaublichen Sound. Da durfte man nur mit Helm rein, das war ohne Publikum, es war nur ein Video. Wir haben dann ein Video gemacht und die Akustik war unglaublich. Hört man gleich mal. Also das waren die Leute, das war hier die Midori Onaga, eine Schamanin von da unten, die mit mir zusammen den Sound ergründet hat in der Halle und quasi die Aktion. Hier sind wir schon wieder in Tokio, sieht so aus, genau, Straßen, Tokio. Hier mit Uchihashi und Akira Sakata, Saxophon. Im Goodman Club in Tokio. Ganz toller Club und super Musiker. Da haben wir ein anderes Stück Musik. Das war mit dem Yoshida, mein Drummer-Freund, der mir auch die ganzen Konzerte beschafft hat. Und wir haben ein Schlagzeugduo Manitatsu seit 10 Jahren. Der Session, ja, das war unser beliebtes Schlagzeugduo Mani Tatsu. Tatsuya Yoshida ist sein Name, Mani. Hier sind wir in der Halle nochmal mit der Midori und hier hört man jetzt auch den Sound.
So. Ja, wir waren dann Nachmittag lang und haben mit zwei Kameras das aufnehmen lassen und hatten Riesenspaß dabei. Next, hier wieder in der Nacht in Tokio, Shibuya. Das waren Akira Sakata und Uchihashi Katsuhisa nach dem Konzert. Hier, ich treffe in Tokio Ax Genrich, meinen alten Gitarrenfreund und, wie soll ich sagen, nicht Lebensgefährte, nicht, aber wir haben viele Jahre zusammen gelebt und gespielt. Und er war in Tokio eingeladen mit seiner Band und hier im Uferclub habe ich schon 22 Mal gespielt. Das ist mein Lieblingsclub und ich habe ihn da besucht und es war ein toller Abend, duftes Konzert und die Leute begeistert. Ax war völlig überwältigt von der Freundlichkeit der Japaner und überhaupt von Tokio und Japan. Das war ein anderes Konzert im Uferclub mit Seiichi Yamamoto, Gitarre. Hier an einer Werbewand von der Neumeier Session hier mit 5 Musikern. Dann wieder Frühling in Tokio, 3 Wochen früher wie hier. Ich erlebe jetzt den 3. Frühling hier, erst in Okinawa, dann in Tokio und jetzt hier in Deutschland wieder. Hier die schönen Züge, die Shinkansen, da fährt gerade einer ein in Nagoya, glaube ich, wo wir dann abends ein Konzert hatten, mit Esimadas Guruguru. Auch eine wilde Truppe, die es schon seit 15 Jahren regelmäßig immer gibt, wo wir immer Touren machen. Dann sind wir hier in Kyoto in einem wahnsinnigen, modernen, neuen Bahnhof. Hier mit Yoshida und Atsushi Tsuyama und Mandok Teichi Miyashita in Kyoto. Abends ein Konzert, das war beim Soundcheck. Das war irgendwo in Osaka, glaube ich. Da habe ich so eine Tafel gefunden. Leider war ich nicht drin. Ich hatte es eilig auf dem Zug und der war auch nur von abends 9 bis morgens um 5 offen. Café Guruguru. Das war in Osaka abends im Club. Hinten Video mit Sumo-Ringern. Hoppla. Dann in Fukui am Bahnhof. Moment, hier, der Herr Professor erklärt gerade, was das für ein Lebewesen war. Witzig, da haben die ganz viele Knochen gefunden und es gibt ein Museum dort. Hier ganz tolle Graffitis am Bahnhof auch. Super gemacht. Hier noch ein Teil. Und dann haben die tatsächlich auch, bewegen die sich. Das ist vor dem Bahnhof Skulpturen, wo andere Leute irgendwelche Mörder auf den Sockel stellen und, oder alte Kapitäne oder sonstige Kriminelle. Haben die hier 2 Saurier hingestellt, das finde ich ganz toll. Und die bewegen sich und machen auch Sound noch. Dann ging es weiter nach Toyama. Und hier sieht man die japanischen Alpen mit Schnee. Unten war schon Frühling und wie das so ist, in Bergen liegt noch Schnee. Da hatten wir abends dann ein Konzert, auch mit ihr, sie hat das organisiert, die Saxophonistin. Schöner, windiger Frühlingstag, wie man sieht. Dann wieder zurück in Shinjuku in Tokio. Schöne Häuser eigentlich, kann man sagen. Ja? Tolle Architektur. Dann hier wieder, was ist das? UFO-Club. Und da gibt es auch einen Sound dazu.
wilde Angelegenheit, alles improvisiert auch. Und so zweimal. Das war nach dem Konzert dann, UFO Club. Die Leute, gut drauf. Je verrückter man spielt, desto besser kommen sie drauf. Ein Konzert mit Risa Takeda, eine junge Keyboarderin, die ich habe noch niemanden getroffen jetzt, der so gut spielt. Seit ihr in der Schweiz eigentlich das Neueste, was ich so erlebt habe. War ein ganz kleiner Club, die Leute waren voll dabei, ganz leise auch. Können wir zu Hause in Donaueschingen spielen. Da hatte ich mit meinem Entenfänger in ein Glas Wasser geblasen und dann über Echo und später mit den Korallen dazu gespielt. Auch erstmal ausprobiert, ohne Üben. Einfach. Da gehen wir mal weiter. Da sind wir wieder im Frühling auf den Straßen in Tokio. Hier in Nakano, Stadtteil, das ist am Boden. Sieht toll aus, wenn dann alle runterfallen oder wenn der Wind kommt und alle wegbläst. So. Hanafubuki heißt das. Hana heißt Blüten, Fubuki ist dann der Wind, der das wegbläst. Und hier sind wir in einem Tempel, auch irgendwo in Tokio, Koenji. War eine ganz andere Szene. Die Mönche haben Zeremonie. Ein der letzten Konzerte, das vorletzte, im Goodman Club in Akihabara, Tokio. Das ganze Konzert ist auch zu sehen auf Bandcamp. Hat Yoshida aufgenommen in guter Qualität. Und wir waren ja 6 Musiker und haben uns immer abgewechselt in Trios oder Quartette und so. Alles Gute, Leute. Dann noch Straßenszene. Hier das letzte Konzert mit Keiichi Miyashita im Kick-Ass Club in Nishi Ogikubo. Kleiner Club. Es war ein Fest einfach. Und so geht das zu. Da öfter mal. Hier wieder Frühling. Das war schon Frühling in Deutschland. Ja, wir sind wieder da. Und hier Roland Schäfer. Joyce Behelt und der Kümstedt und ich ihn im neuen Karlsruher Bahnhof. Und es war ein klasse Konzert. Und wir haben auch eine neue CD jetzt, eine Triple CD. 3 Faces of Guru Guru kam eben raus vor 5 Tagen. 3 Faces Space Rock, Rock, World Music. Da haben wir 3
CDs, jeweils mit den verschiedenen Art von Musik. Und das sind so die besten Stücke zwischen 1971 bis 2001. Perlen des Krautrock, könnte man sagen. Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Wir haben noch viele Konzerte mit Guru Guru, 55 Years Guru Guru on Tour. Ist ja auch eine Hausnummer. Und die ersten vier waren schon richtig toll. Auch Karlstor, das Neue in Heidelberg, richtig guter Sound und war ein tolles Publikum, viele Leute da. Und ich freue mich aufs nächste Konzert. Und wäre schön, wenn wir uns da mal sehen würden. Matalainen, see you next year, Japan. Arigato.